unsere Maschine, die uns gut und sicher nach Dubai gebracht hat von Sri Lanka. Und da hinten sieht man auch schon den Burj Khalifa. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, ja? Wir sind ungefähr 10 Kilometer vom Burj Khalifa entfernt. Man erkennt ihn trotzdem sehr deutlich. Und das ist jetzt die Business Bay Metro Station. Da sind wir jetzt mal eine nach dem Burj Khalifa ausgestiegen, um den noch ein bisschen von Weitem zu betrachten. Ja, es sind halt überall solche Hochhäuser hier, auch auf der anderen Seite, vor uns, hinter uns. Jetzt auf den ersten Eindruck zum Vergleich von Kuala Lumpur und Dubai, muss ich sagen, hat mir Kuala Lumpur mehr gefallen. Weil das ist einfach eine Wüste, wo Hochhäuser reingeklatscht worden sind, aber ich sehe hier keine Kultur oder irgendwie was. Oder irgendwie kein Handzeichen, keine Handschrift, wie man das so auf gut Deutsch nennt. Sondern einfach nur große Komplexe in der Wüste und mehr nicht. Jetzt sind wir hier mal in der Nebenstraße von der Autobahn. Hinter diesem Komplex ist der Burj Khalifa. Sieht gleich wieder ein bisschen anders aus, wieder ein bisschen gemütlicher, so habe ich das gewollt. Da ist ein Supermarkt. So, und da sind wir jetzt hier im Burj Khalifa. Moment. Da ist der Wahnsinnsgigant. 864 Meter. Knapp 1 Kilometer. Ja, aber weißt du was? Das schaut ein bisschen aus wie der Petronas Tower. So von den Fenstern her, von diesen silbernen Säulen hier und so. Diese Rundungen da. Rangezoomt. So, dass man mal sieht, die Wolken bedecken gerade die Spitze. Ganz, ganz lustig. So hoch ist dieser Tower. Bisschen die Wolken reicht da aus. Ja, und der Rest erinnert mich halt so an Frankfurt, den kleinen, ne? Nur ohne Balmen. Deutsche Eiche und ein deutscher Ahornbaum fehlt mir hier. So, wie fällt es jetzt auf? Hier sind nur Männer und hier sind nur Frauen. Okay. Your attention, please. This train terminates at the next station. All passengers must leave the train at the station. Please take all your belongings with you when leaving the train. Direkt hier aus der Metro Station. Sehr schöner. Sehr schöner Ausblick auf die Skyline.